Hi. Hallo. Servus. Und einen schönen Nachmittag. Leute, heute ist Freitag. Wochenende Easter. Danke fürs Reinschauen. Es gibt was Neues. Und zwar machen wir es heute mal einen auf News Talk. Ja. Wir haben eine neue Info gekriegt. Und zwar haben wir hier so ein schönes Schreiben. Ja, die Schreiben kennt ihr. Gab es schon öfters. Ja, dieses Mal ist es zum Glück auf Englisch. Das heißt, man kann ein bisschen was rauslesen. Und zwar geht es darum, dass hier ein, ja, sagen wir mal, Einsatztrupp auf sehr wahrscheinlich Factory geht und jemanden holen möchte. Wen könnte man auf Factory holen? Ja, nicht irgendwie eine Mission oder sonstiges, sondern wahrscheinlich den Boss. Ja? Also es kann gut sein, dass die den Boss haben wollten, also Tagilla. Tagilla ist aber nicht da. Steht auch in dem Schreiben drin. Sie haben ihn nicht gefunden. Er ist nicht da. Anscheinend wurde er vorgewarnt. Das heißt, Tagilla ist nicht da. Dafür sind aber jetzt diese Einheiten da. Was in Tarkov-Kontext heißen kann, dass wir jetzt die Raider auf Factory haben und Tagilla irgendwo anders chillt. Wo könnte Tagilla chillen? Es ist relativ einfach. Tagilla kann bei seinem Bruder chillen, nämlich dem Killer. Auf Interchange. Wenn man jetzt aber Tagilla und Killer zusammen, die dann zusammen rumlaufen würden, auf Interchange findet, na dann könnt ihr euch ja was gefasst machen, weil das wird lustig. Das wird sehr lustig. Ich bin sehr gespannt. Ich will da heute am Abend auf alle Fälle reinschauen. Wir werden das rausfinden auf Interchange, was da los ist. Na, wie immer, hier 21 Uhr sind wir live im Stream. Könnt ihr auch unten die ganzen Links auschecken, findet ihr alles. Ansonsten gibt es dazu nichts zu sagen. Wir haben wahrscheinlich Raider auf Factory. Tagilla ist weg. Sonst haben wir keinerlei, gar keine Info. Nix, nada, niente. Führt es zu den ersten Anzeichen eines Vibes? Könnte man sich jetzt fragen. Ich sag nein. Weil es wäre sehr früh. Wir hatten letzten Vibe Mitte Dezember bis jetzt. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal erst 3 Monate. Nee, es wäre zu wenig. Die letzten Male waren immer irgendwas mit um die 6 Monate. Also quasi halbes Jahr, ne? Halber Jahr-Turnus. Wenn man das jetzt auf 3 Monate runterbricht, entweder würde viel neuer Content mitkommen, wovon wir halt noch gar nichts na denn jette wissen. Oder es gibt anderweitige große Änderungen, die vielleicht einen Wipe begründen würden, ja. Einfach so, nach 3 Monaten wird nicht gewiped. Und selbst wenn es jetzt vielleicht noch 1-2 Wochen dauert mit anderen Events und so weiter und so weiter, so. Nein, ich denke nicht. Ich denke eher, dass das jetzt so ein Event ist, wie es letzten Wipe passiert ist, dass auf einmal der Nebel da war, wenn ihr das noch wisst. Auf einmal war es unglaublich neblig. Also man hat keine 10 Meter gesehen. War sehr amüsant, weil ich genau als ich das herausgefunden hatte, wir in einem Raid reingespawnt sind und ich meinte, ich mache einen auf Killer in den Dorms. Mit seinem Helm, ne, mit seiner Rüstung, mit einer RPK und wollten in die Dorms reingehen und ein bisschen Spiele ärgern. Dann spawnen wir und natürlich das Face Shield und nur 10 Meter Sichtweite. War sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz. Ich hoffe, sie halten sich wieder daran und machen mehr Events. Wäre schön. Würde uns natürlich alle freuen. Das heißt, so Events im 1-2-Wochen-Rhythmus. Und dann irgendwann mal Vibe. Ich glaube nicht, dass es jetzt passieren wird. So, also. Leute, wir werden es auf alle Fälle heute Abend auschecken. Wie gesagt, 21 Uhr live. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und uns Gesellschaft leisten. Wir werden es sicher auf die Schnauze kriegen, wenn da beide sind. Wir werden es sehen. Leute, man, danke fürs Reinschauen. Wird ein kurzes Video. Gibt bloß ein paar News. Gab nicht viel. Und bei Fragen. Peace.